Ich darf mal wieder etwas auspacken. Und zwar zum einen die Hülle vom Kindle Paperwhite, original von Amazon halt. Und dann das Kindle Paperwhite in der frustfreien Verpackung von Amazon. Ja, machen wir es kurz. Das kann man einfach rausziehen. Das finde ich eigentlich recht gut. Weiß nicht, hier kann man gut erkennen, hier ist Kindle drin. Magnetverschluss ist halt ähnlich wie beim iPad. Klappt man das Ding auf, geht auch das Kindle entsprechend an. Soll Leder sein, fühlt sich aber etwas komisch an für mich. Aber macht trotzdem einen recht guten Eindruck für mich. Ja, kommen wir zum Paperwhite, den kann man dann einfach hier aufreißen. Finde ich übrigens nicht unbedingt das Beste gelöst, da so die Verpackung dann auch schon kaputt ist. Ja, so sieht die Verpackung aus. Wir haben hier oben Bedienungsanleitung, Schnellstart in verschiedenen Sprachen. Ja, dann das Paperwhite selber und Ladekabel für USB. Kein Netzteil. Ja, ansonsten die Verpackung finde ich persönlich jetzt nicht besonders schick, aber zumindest funktionell. Ja, kommen wir zum Gerät selber. Fühlt sich sehr gut an, flach, lässt sich locker mit einer Hand so bedienen. Wir haben hier unten den Anschluss für zum Laden entsprechend und hier den An- und Ausschalter. Hinten gummiartige Abdeckung. Auch hier ist wieder das Kindle nochmal eingraviert. Ja, ich werde es direkt mal in die Hülle reintun. Dadurch wird das Gerät natürlich ein Stück schwerer. Fühlt sich für mich jetzt sehr wertig an. Nicht zu schwer. So, dann schalten wir es mal ein. Ja, erstmal die Auswahl. Deutsch. Okay. Ja, das geht recht flüssig. Lege einmal das iPad daneben vom Größenvergleich. Das ist also circa, kann man sagen, genau die Hälfte inklusive der Hülle ist es etwas dicker wie das iPad. Aber natürlich deutlich leichter.
ersten Schritte. Ja, mit WLAN verbinden. Gute Idee. Er findet mein Netzwerk. Das werde ich mal eben machen. Ja, Verbindung hat funktioniert. Verbindung mit Amazon wird hergestellt. Ich will ein bestehendes Konto verwenden. Verbinden Sie Kindle mit Facebook und Twitter. Das mache ich jetzt mal nicht. Später verbinden. Ja, hier dann die einzelnen vorwärts, rückwärts, ist auch klar. Funktionsleiste ist hier oben. Das macht alles einen sehr guten Eindruck. Ja, etwas langwieriger Prozess, die ersten Schritte für mich. Ja, ich glaube, jetzt habe ich es endgültig geschafft. So sieht's aus. Das Benutzerhandbuch. Ja, es reagiert sehr schnell. Jetzt einmal komplett heruntergedimmt und volle Helligkeit. Ja, soweit zum ersten Eindruck. Fühlt sich insgesamt sehr gut an, das Gerät für mich. Wir können es jetzt ja noch einmal ausschalten. Und sobald ich es halt aufklappe, sieht man halt, dass es dann halt sofort wieder angeschaltet wird. Auch das geht sehr, sehr schnell. Ja, schönes Stück Technik. Teil 2 des Videos. Wie schon beim letzten Mal sind wieder ein paar Tage vergangen, so dass ich direkt noch ein paar Worte sagen kann, die ich beim ersten Video vergessen hatte. Und auch direkt meine Erfahrungen mit dem Kindle Paperwhite geben kann. Ja, was ich nicht erwähnt hatte, war zum einen das Gewicht. Das Kindle Paperwhite wiegt ohne die Hülle 206 Gramm. Die Hülle wiegt 130 Gramm, also zusammen 336 Gramm. Man merkt also schon, mit der Hülle wird das Kindle entsprechend schwerer. Allerdings finde ich, kann man es ein bisschen besser anpacken mit der Hülle. Ja, hier sieht man nochmal, wie schnell das Paperwhite erwacht, sobald man den Deckel aufmacht. Was ich sehr nett finde und was auch relativ gut funktioniert, ist hier unten im Kapitel verbleiben noch 7 Minuten, 59% habe ich gelesen. Und insgesamt im Buch verbleiben noch 4 Stunden und 11 Minuten. Und Seite 379 von 623. Die Zeiten kommen in etwa hin. Das ist also schon mal gar nicht schlecht. Ja, ich habe schon circa 10 Stunden gelesen.
Und ich bin immer wieder begeistert von dem Gerät. Zum einen ist es halt wirklich, dass man nicht mehr unbedingt optimales Licht braucht, um zu lesen, denn das Kindle ist ja quasi das Licht selber. Das ist eigentlich so meine Standardeinstellung. Wenn es allerdings stockdunkel ist, muss man ein bisschen runtergehen. Aber höher gehe ich eigentlich nie, das ist viel zu hell. Ich nehme jetzt nochmal komplett das Licht weg. Also auch so lässt es sich halt bei guten Lichtverhältnissen natürlich sehr, sehr gut lesen. Ja, der Touchscreen reagiert sehr, sehr gut. Man muss eigentlich nur im rechten Bereich tippen, dass es vorwärts geht. Wobei, das Ganze hat auch einen Nachteil, wenn man sich das so angewöhnt. Wenn ich nämlich zum Beispiel in dieser Ansicht bin, in der Ansicht, welche Bücher ich derzeit auf dem Kindle habe, sobald ich dann halt hinklicke, entsprechend öffnet sich logischerweise das Buch. Das heißt, hier kann man wirklich nur wischen. Am Internet habe ich auch getestet mit dem eingebauten Browser. Das ist aber eher gar nichts, finde ich. Ja, man kann natürlich was erkennen, aber also schön ist irgendwie anders. Und das macht auch keinen richtigen Spaß so. Das reagiert zu langsam. Also da ist es eigentlich halt fürs Browsen wirklich absolut nicht geeignet nach meinem Geschmack. Auch das Einkaufen im Amazon Store funktioniert zwar, ist aber für mich auch nicht wirklich so das Wahre. Also das mache ich eigentlich nach wie vor lieber dann am iPad zum Beispiel und lasse es dann halt sofort zum Kindle Paperwhite übertragen. Sobald das Kindle einmal in der Hülle ist, geht es sehr, sehr schwer wieder raus. Ja, ansonsten kann ich das Gerät derzeit wärmstens empfehlen. Macht wirklich Spaß darauf zu lesen. Ob es natürlich was ist, um alle Bücher zu ersetzen, wage ich zu bezweifeln. Ich denke da zum Beispiel an Fachbücher. Da kann ich mir schwer vorstellen, das auf dem Kindle zu lesen. Ganz einfach, weil ich ein Mensch bin, der, wenn ich irgendwas gelesen habe, meistens weiß, wo es circa gestanden hat. Das heißt, ich brauche eigentlich nur das Buch aufschlagen und weiß dann in etwa halt, in welchem Bereich das gucken muss oder suchen muss, damit ich das nochmal nachlesen kann. Das fällt natürlich beim Paperwhite komplett weg. Aber für Romane und so weiter ist es natürlich wirklich sehr gut geeignet. Ja, das war's soweit, der zweite Eindruck. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr noch Fragen habt oder so, einfach in die Kommentare reinschreiben.